Ich habe mir einen Nachtpoint gesetzt. Lauf du durch die Hangars, ich hole dich hinten am letzten Hangar ab. Alles klar. Also eine Bandage musste ich hier lassen. Ruckerquall? Das ist nicht der Film. Soll ich auch mal langsam abholen, Chris? Wie soll ich das? Chris, Dennis. Ja, ich bin jetzt in Tscherno immer noch, an den Militärzelten. Ich würde hier chillen. Dann könnt ihr mir helfen. Ja, wir versuchen mal einen neuen Heli zu organisieren. Und wenn wir es geschafft haben, beziehungsweise wenn wir es nicht schaffen, dann kommen wir mal in Tscherno vorbei mit einem von den Helis. Und noch eine Pasta gefunden, ist doch schön. Das ist schön. Jo, bitte. Jetzt noch eine gescheite Waffe, dann wäre ich echt zufrieden hier. Dann hat sich Tscherno für mich schon gelohnt. Achso, ich weiß übrigens wieder, wo gestern die Hubschrauber gespawnt sind. Bitte? Ich weiß übrigens wieder, wo gestern die Hubschrauber gespawnt sind. Wo denn? Ich habe einen Nachtpoint gesetzt, also wenn wir nichts mehr zu tun haben, können wir da vorbeifliegen. Ach, neu, das ist schon gut. Wenn wir Glück haben, ist auch unser Hubschrauber schon wieder. Also der Punkt, mein Nachtpoint ist jetzt ein bisschen rechts. Aber flieg du erstmal zu deinem. Ja, meiner ist auch ein bisschen rechts. Ja, aber meiner ist auf dem Berg Klen. 6, irgendwas Kilometer jetzt noch. Ja, meiner ist 5, irgendwas. Ey, ich bin jetzt auf der Map, ne, genau an dem Punkt, wo diese ganz vielen blauen Dinger sind, du weißt einfach nichts. Hä? Okay. Das ist einfach Daisy, es ist so verbuggt, ich verstehe das auch nicht. Es gibt auch noch Map-Bugs oder was? Hätte der Weg, warum sonst? Ja. Als ob, war der umsonst? War da nichts? Nein, du bist jetzt bei diesen blauen Dingern, was du gesagt hast. Hm? Ich meinte, der Weg, warum sonst? Ja, geht so. Dafür bin ich, habe ich 5 Blattwechsel und 10 Bandagen. Also so umsonst war das gar nicht. Das ist schon eine ziemlich geile Ausbeute, muss ich sagen. So. Also von meinem Nachbarn aus müssen wir noch weiter nach rechts. Wie viel sind es bei dir noch? 4 Kilometer. Ja, bei mir sind es nur 3. Ja klar, der hat mich natürlich gesehen. Alter, fahr weiter. Na. Also wir müssten eigentlich eine Reserve von ständig 4 Helis haben, damit wir diese ganzen Ausfälle mit einplanen. Ich hab eine AK gefunden. Aber wir schaffen es einfach nie bis zu 4 Helis, weil wir dann immer, wenn wir 2 haben, einen immer verlieren. Ja, irgendwie schon, ne? In die AK passen keine Stahlachsen. Nee. Dafür brauchst du die AK mal ganz gut. Dann nehme ich mir lieber die Sardinen. AKM oder so. Ich weiß. Die AK hat 762 und die anderen haben 565. Was steht da? Ja, ist nix, schon gut. Das ist nix, hier steht auch nix. Nur Mauerreste. Da rein, das ist mir klar. Guck mal, da vorne steht ein Heli. Wo? Da. Ja, das ist, glaube ich, das Wrack von ihm.
dürfte das Wrack sein. Und wenn es nicht das Wrack ist, dann ist es im Arsch. Aber lande einfach mal, wir gucken. Ja. Also genau da hat er gestern auch geparkt, als wir abgestürzt sind. Bei Akama. Das war Akama-Magazin. Ja. Da hat jetzt einer. Hier mal gucken. Guck die Hangars durch. Ja. Oh, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ich guck mal, ob da was drin ist. Was? Ach, oh, Zombie. Hab ich noch nicht reingesetzt. Kommst du klar? Ach nee. Ja, klar. Das ist ein Alles klar. Da kam aus dem einen Hangar raus, durch der die Tür. Der Hubschrauber ist auf jeden Fall leer. Okay. Also, dann könnte ich vom Treibstoff her, aber vom. Ey, ich hab ne. Window gefunden. Nein, der ist voll! Wir haben einen vollen Hubschrauber. Optimal. Echt cool. Dann chill ich jetzt hier an den Zelten einfach und ihr holt mich ab, okay? Ja, soll ich dich abholen kommen? Aber erstmal erst gucken wir hier an den Lagerhallen. Ja, loote da mal noch, ich chill hier, weiß ja wo, Jerry, ne? Jerry kennt's jetzt, ja wir, ich muss auf jeden Fall. Ja, von mir aus kann ich hier anscheinend noch weiter looten können. Wir können aber auch eigentlich zu zweit mit beiden Hubschraubern zum Lager fliegen und dann fliegen wir alle zusammen nach Cherno, oder? Was sagst du? Dass wir beide jetzt erstmal zu zweit zum Lager fliegen, den Hubschrauber abstellen und dann nochmal zusammen mit einem. Auf jeden Fall erst den Hubschrauber ins Lager bringen. Ja, das auf jeden Fall. So. Und dann würden wir dann mit einem Hubschrauber dann nach Cherno fliegen und looten. Genau, mit dem vollen. Ja, dann kann ich nämlich im Lager auch nochmal kurz meine Waffen wechseln. Genau. Dem Dennis, beziehungsweise dem Sven noch eine Waffe mitbringen, weil die haben jetzt nur die Standardwaffen. Ja, dann lass uns jetzt. Wenn du eine CCO hättest, wäre schon geil. Hate this game, really. Cool, ich hab eine Axt. Wofür brauch ich die Komisch. Axt? Die Axt brauch ich eigentlich gar nicht, ja, willst oder? Du den großen oder den kleinen? Ich flieg mit dem großen. Ich hoffe, jetzt passiert der Bug nicht mit dem. Fliegst du wieder mit dem Joystick? Ja, klar. Das liegt nicht am Joystick, glaub mir. In Deckung! Habt ihr den Heli jetzt am Airfield gefunden? Ja. Das ist, glaube ich, Ronks Alter. Also, er ist leer. Aber unbeschädigt und voll mit Benzin. Müssen wir noch kurz eine Marke setzen. So, mein liebes Bürogebäude, überrasch mich mal mit schönen. So, diesmal kein Salto. Bist du auch in Scherben, Sven? Nee, ich bin immer noch im Berenzino. Das muss ja irgendwie im Landesinneren sein, ne? Nee, das ist relativ im Osten. Das ist die letzte Stadt vor dem Airstrip, wenn du die Hauptstraße entlang fährst. So. Könnte eigentlich noch zum Airstrip durchgehen. Ach, guck mal, ein Zombie. Ich durch die Tür gehen kann, Mann. Wo landest du? Da hinten? Ja, hier. Alles klar. Scheiß Regen. Guck, hier stehe ich noch, der Bug. Ja. Räumen wir mal aus hier komplett. Mach ich. Vielleicht ist auch bis zum nächsten Server-Restarter stehen, ne?
Also. Nimm das aber keine. Ich kann keine Waffe. Die Waffe von dir kann ich schon mal nicht nehmen, schade. Das Bandagenpack kann ich nehmen. Die Anti-Blood-Packs, die drei, nehme ich mal. Da muss ich kurz. Wo ist der Ural? Hier, der steht hier, wo ich bin. Ey, ich hab einen Ghillie-Suit gefunden. Wo stehst du? Was? Sieh den einfach an. Achso, da im Wald, ja. Hast du den eben da hingefahren oder was? Mhm, der stand ja, voll gut. Weit weg. Geil, yeah. Mann! Ich hab Camo. Camouflage hab ich, Junge. Hast du so einen, cool. So einen Sniper-Suit jetzt? Ja, ja. Ja, lass dich nicht killen. Ultra nice. Oh, geil. Low Meat. Boah, wir haben 20 Cokes, ey. Und ich hab hier noch einen Rucksack gefunden. Und 11 Bloodbags. Jupp, geht quer. Ja, ich hab auch noch einen im Rucksack und einen im Inventar. So. Old Pack, was hab ich? Crooked Meat hab ich noch. Old Pack, ne? Bloodbag hab ich noch. Bucket. Crooked Meat. Ah, ich schick's mir noch. Die gesippte, ah, das war sogar mal eine gesippte, sehen. Nice. Bandages. 3 Stück brauche ich ja wohl nicht. Was ist das hier? G17 Magazin? Was ist das? M9 Magazin? Die brauche ich nicht. Dann habe ich hier noch rohes Fleisch. Habe ich das rohe Fleisch hier? Doch, wir können den komplett leer und dann die Waffe alles nehmen. Du kannst die Waffe nehmen? Jupp. Ja, geil, ich kann die nämlich nicht nehmen. Ja, ich mach das gleich. So. Haben wir 3 Stück von denen. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Eine Enfield. Entscheiden, was, welche Waffe ich nehme hier. Nehme ich eine Enfield oder meine M4? Ich nehme. Nehme meine M4. Scheiße, warte. Also seid ihr im Lager? Ja. Ach, hier ist übrigens noch eine Schrotflinte im Lager, ne, Dennis? Ja, aber ist da auch eine CCO? Ja. Dann bring mir lieber die mit. Die wollte ich aber eigentlich haben. Ist zu spät, ich hab das schon angekündigt. Dann nehme ich das. Haben wir für das MG noch Magazine? Nee, ne? Ja, jetzt erst kommt der Krieg. Vier Magazine fürs MG. Das ist doch das NATO-MG, ne? Ja, das ist Mint. Obwohl, wir haben jetzt 2, einmal das SAW-MG und einmal das MK48-MG. Das SAW ist auch ziemlich gut. MK, das mein Scharfschützengewehr ist ja, ach, das war im Hubschrauber, ne? Scheiße. Das ist natürlich abgefuckt. Die Frage, welche Waffe ich nehme. Und die Kaliber. Ach, die NATO, die nimmt auch Stanax. Die Kaliber. Die, FN Fall. PFVS 4. 7,5 x 5,1 mm. Ja. Ne, das ist die. Oh, Scheiße, das ist keine NATO-Munition. Ja, welche Waffe nehme ich denn dann? Ich hab Jagdmesser, streiche halt auch alles da rein. Loot die da hinten raus, dann haben wir die doppelt. Ja. Hast du Hunting Knife schon ausgepackt jetzt, ja, bei dir? Ja, ja. Hast du auch einen Rucksack? Das, ja, ja, den Rucksack habe ich auch, den kannst du gleich haben. Ah, nice, danke. Ich muss nur erstmal komplett leer machen, den Typen hier. Ja. Mich selber quasi. Ich habe M249er Munition gefunden. Warum bin ich denn schon so voll, Mann? Ich finde hier so viel geilen Scheiß. Ja, wir kommen ja jetzt. Platz, Mann. Wir kommen ja jetzt. Voll gay, Alter. No Panik. Ich pack schon mal deine. Ich pack hier schon mal deine CCO hier rein. Das ist nett. Ey, wieso willst du denn die CCO haben, wenn du eine Enfield gefunden hast? Ich hab die Enfield nicht. Ich hab die nicht mitgenommen, die liegt hier immer noch. Ja, warum hast du nicht? Nimm die doch mit. Ja. Ich hab keinen Platz, Peter. Was hast du denn für eine Waffe gerade? Ich hab meine M4, die ist auch viel besser. Ja, die Enfield benutzt aber auch Standard-Munition, oder? Nein. Ich? Nein. Welche denn? Enfield-Munition halt. Ja, diese, ja, diesen einzelnen, die musst du da oben reinstecken, ne? So geil ist Luft, die Enfield oder? Nicht. Im Nahkampf ist die scheiße. Die ist auf Distanz ganz gut, ja. Aber auf Distanz ist die, links, ist die, sag mal schnell.
Ich nehme dir auch 3 Starnax mit, ne? Beziehungsweise ich pack einfach mal. Gut. Ich hab genug Starnax, mir brauchst du keine mitbringen. Ich pack einfach mal 5 in den. In den ja. Hubschrauber. Ja, Safety First, klar. Hast du gerade gelesen, der Ronk will, dass du ihn abholst? Ja, ich kann gerade nicht, wir haben von Zombies abholen. Nee, der will, dass er will dich abholen. Er bietet mir an, dass er mich abholt. Die haben uns an die Hilfestellung, ne? Nee, ich möchte aber nicht, dass der mich abholt. Ich möchte lieber hier noch ein bisschen looten. Alles klar. Ja, es war doch eine gute Idee, dass du die Standax mitgenommen hast. Hier ist das Saltpack, kannst du hier rausnehmen, ist leer. Welches ist das Saltpack? Ach, dein Rucksack? Ja, das 12er. Ja, geil. Ich mach nur kurz hier die Granate raus. Und die Coke. Wo ist der drin? Im Truck? Ja, hier, im Truck. Ja, genau. Ah, geil. 16er ist das? Nee, ein 12er. Ja, trotzdem fett. Ja, besser wie. Besser wie mein Scheiß. Ja, geil. Da kann ich ja jetzt richtig bunkern, Alter. Da kommen jetzt direkt mal meine Magazine rein. Achso, ich habe jetzt übrigens auch Magazine für das MG dabei, ne? Also von daher, wenn du welche brauchst, musst du mich einfach nur fragen. Mhm. Weil ich ansonsten nämlich keine andere Waffe habe, die funktioniert hier. Den Shotgun habe ich keinen Bock. Oh, ich will mal eben essen, ja. Ich bin mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde weg, okay? Alles klar. Ja, alles klar. Lock dich aber aus, oder? Ja, mach ich. So, was packe ich denn in meinen Rucksack rein? Auf jeden Fall was. Ein paar Bloodbags hier. Antibiotics 1. Ja, ich habe immer also doppelt Bloodbags dabei, doppelt Antibiotikum, doppelt Morphin. Also einmal, dass ich sofort einen Zugriff habe und das Ganze nochmal im Rucksack. Ja. So, also von mir aus können wir losfliegen. Ja, ich bin auch ready. Ich bin jetzt ziemlich im Westen. Warte mal kurz, ich guck mal gerade. Ja, ich bin ziemlich im Westen von Cerno jetzt und zwar da an dem Kran. Jo. Mit welchem wir fliegen mit dem Großen, ne? Ja. Willst du fliegen oder ich fliegen? Nee, flieg du ruhig. Ja, alles klar. Dann setze ich mir nur kurz noch einen Nav-Point. Geh jetzt da noch diese Lagerhalle looten. Dieses leerstehende Gebäude da, dieses große. Map. Also wo bist du, Cerno, ne? Ja. Und zwar, guck mal, eigentlich genau da, also guck mal, du siehst doch, was der da für ein Meeting Point gemacht hat, ne? Ja. Genau da können wir uns eigentlich treffen. Alles klar, da bei den. Genau da bin ich jetzt auch. Dann ich guck grad mal meine Map. Ja, da bin ich jetzt gleich. Bin hinter dem Meeting Point in der leeren Lagerhalle. Du könntest, wenn du es schaffst, auch auf der Lagerhalle landen. Auf der Lagerhalle? Ja, wenn du es schaffst. Das ist so ein großes leerstehendes Gebäude. Ja. Neben dem Kran halt. Ja, müsste ich. Weil ich werde das jetzt looten und eh unten anfangen. Wenn du es schaffst, oben zu landen, wäre natürlich optimal, aber es ist eigentlich kein Problem, weil die ist groß. Alles klar. Alter, komm dem Baum nicht zu nah! Komm dem Baum nicht zu nah! Komm dem Baum nicht! Nein, 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 nicht. Dieser scheiß Hubschrauber, Junge! Ich hab Auto, aber. Hör mal bitte auf mit dem Scheiß. Joystick zu fliegen, Alter, das macht mir Angst. Ich hab Auto-Hovering an, Alter, ich kann nicht lenken, ob ich jetzt mit der Maus eine Tastatur lenke oder mit dem Joystick. Ich hab Auto-Hovering an. Der hat einfach nur gerade wieder ultra die Faxen gemacht, dieser Scheiß. Oh, ist nichts passiert. Der war einfach nur ultra knapp wieder. Hi. Grüß dich. Na, meine Fresse, Alter. Na, aber war ultra knapp. Ja, das ist unsere Hauptbeschäftigung, du. Schau mal. Wir haben aber wieder zwei jetzt, wir haben wieder zwei. Search and destroy. So ist es. Nur auf die etwas unkonventionelle Art. Ey, das, weißt du, dieses Scheiß, dass das nicht immer funktioniert, dieses Auto-Hovering, ist ja sowas von freudig.
Dennis, wenn du jetzt bei mir bist die nächsten Tage, dann werde ich dir das, die Angst vor dem Joystick abgewöhnen. Dann werden wir ein paar Stunden im Editor verbringen und dann wirst du fliegen lernen. Nee, mir reicht das schon, wenn ich fliegen kann ohne Joystick. Nee, meine ich aber auch so generell. Einfach mal ein paar Stunden fliegen lernen, das ist immer... Kein Hexen mehr. Nee, was das denn? Weiß ich, man muss sich halt nur mal damit beschäftigen. Das habe ich halt bisher noch null gemacht, also deshalb kann ich es auch nicht. Hexenwerk! So, verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Die Scheiße auf mit euch! Schon zuerst, ey. Ich war heute schon auf dem Scheiterhaufen, ey. Du stehst da immer noch rum. 28 Grad und Schweißlehrgang hat er heute angefangen. Ach du Scheiße. Ja, stimmt. Oh, wirklich. Ich ja gar nicht mehr überladen. Das macht Spaß. Ich hab zwei Wasserflaschen weggedrückt. Das glaube ich. Hast du ja, ich war auf, ich war auf dem Dach cool, heute. Also der Ausbilder. Normalerweise geht's ja bis um 4. Halb drei meint er so, ja, kehrt schnell auf und dann macht euch heim, ist zu heiß heute. Ich so, ah ja, cool. Halbe Stunde früher Feierabend, Bett. Geil. Ja, wenn man da auch ein bisschen früher frei macht. Was? Ja, alles gelernt hast du natürlich nicht. Ey, das ist der Grund, wo ich jetzt den Musik mitmachen, weil das im Programm, also es geht ja 4 Wochen, ja, das kann ich halt schon, ne? Der hat mich da, ich habe ihm das, gut, ich habe jetzt 10 Monate nicht geschweißt, nur nach der zweiten Naht hatte ich auch schon wieder Bewegung und alles und das Feeling, das Filigrane halt schon wieder drinne. Und da meint er, ja, dann putze ich ein paar Bleche zusammen einfach. Ist ja alles klar. Immer schön auf die Schmelzwanne achten. Ja, morgen geht's dann los mit den coolen Sachen, Steignaht und so Geschichten. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Ja, alles einfach. Ja. Naja. Wenn du mal unten kommst zum Ende hin, einfach nochmal hochziehen. Hast du auch eine Handwerksausbildung gemacht, du? Ja, aber ich habe kann nichts mit Metall gemacht. Ja, das denn danach gelernt. Also, was hast du vorher gelernt? Gärtner, oh, das ist aber auch ein ziemlich anstrengender Job, wenn ich auch keinen Bock. Oh ja, das mache ich auch nicht. Ja, das kommt drauf an. Wenn sie Gala bauen, ist es scheiße, Zierpflanzen, ja, man geht. Na, ist alles dasselbe, nix. Ja, okay. Aber die Gala-Leute müssen auch ein bisschen mehr machen, körperlich gesehen. Oh ja. Okay, jetzt sehe ich mal den Hörer. Den Ural habt ihr da auch wieder rausgenommen, ja? Ja. Ist auch geil, weil den habe ich, der ist da irgendwie hängen geblieben in der einen Ecke. Wie weit bist du noch weg, Ravi? Noch 2 Kilometer. Nee, ich mache mich schon mal auf den Weg aufs Dach. Wir brauchen auf jeden Fall Jerry, jede Menge. Ja, ich habe hier leider nichts gefunden, was das angeht. Wieso war, wer hat noch welche? Waren die alle hochgegangen, oder? Alle in die Medi. Ich würde sagen, am allerbesten suchen wir Jerrycans an diesen Airfields. Ich glaube, da haben wir die letzten auch gefunden. An dem großen, weißt du, da haben wir 3 oder 4 Jerrycans. Steht einer. Steht einer im Camp. Wer lockt sich jemand da ein? Nee, das ist der Bug vom... Auslock-Bug von mir gewesen, aber war cool. Wir konnten mich nochmal komplett das Inventar looten. Lord! Geil! Fand ich geil. Bist du da auf dem großen, ja, auf der... Ja, ich bin auf dem Dach, ja, genau, direkt vor dir. Ich weiß nicht, das müsstest du eigentlich packen, zu landen. Ja. Ist da was drauf, was mich beschädigen kann? Ja, da sind ein paar Kisten drauf. Ich will eine falsche. Keine Panik. Ansonsten lande davor, ich kann auch irgendwo davor. Lande lieber davor. Pack die Scheiße. Ach so, genau, lande lieber davor irgendwo. Ich geh einfach runter. Genau. Nein. Oh, ich fass die Leiter einfach so runtergesprungen. Geronimo. Die Treppe jetzt hin, ja, da. Mal gucken, wo du landest. Ach so? Ja, ich komme, du musst einfach landen irgendwo. Oder du musst ja keinen Touchdown machen. Geh grad die Treppe runter. Ja, doch, wäre schon schön, weil da vorne ist nämlich ein Mast. Ich hab keinen Bock. Wir werden schweben dann noch. Okay, ich bin unterwegs. Ey, wir müssen unbedingt sehen, dass wir diese beiden Schrottenschrauber, die wir ja haben, kaputt kriegen, Alter. Ja, wir haben noch 3 Granaten. Ja, das wirkt nicht, ja. C4. Ja, wir brauchen C4. Bleib so stehen, das müsste eigentlich passen. Müssen, findet irgendwo noch ein Ural oder was, oder ein anderes Auto, also die hierher fahren können, dann damit die Dinger verlangt werden. Zusammenschieben, die Hubschrauber, so ist wie möglich, und dann einer heizt gegen. Wohin jetzt? C4. Wohin fliegen wir jetzt? So abholen? Nee, fliegt man bitte zum Airfield oder so und holt man dann ein Auto, da müsst ihr noch welche stehen, wie ein blauer Bus oder irgendein Schmack, ey. Ja, ist okay. Ja, lauf ich jetzt mal rein. Meine ganzen Landhacks und meine Bandagen in den Heli hier. Ich hab irgendwie so viel Zeug gefunden in Tscherno. Dann lotst mich mal zum Flughafen. Warte.
So einem großen? Irgendwie ein gammeliges Auto, was da steht. Zu welchem kleinen? Klein ist viel näher. Da steht doch die weiße Karre noch da rum. Achso, du meinst kleine? Am Airstrip, du meinst da, was das näher am Lager oder ist. Ja, ja. Ja, oder das Ding ist mir egal, aber wir kriegen irgendwas, auf jeden Fall dieses Teil da. Ja, am Airstrip stand doch noch hier dieses kleine weiße Auto da. Das ja, jetzt geradeaus, Rabbi. Habt ihr einfach das Tor am Airstrip genommen? Oder? Ist hier nach rechts noch? Ja. Okay, ja, weil ich weiß nicht, aber erstmal höher gewinnen wegen dem Berg. Was ist denn gehört? Der stand da rum und war voll gedankt. Reicht. Du fährst schon fast zu weit nach rechts. Ah, ist auch so. Ich habe einen Hubschrauber, der wendet sich. Was machst du da, Philipp? Ich flieg, ich will nicht über die ganzen Berge drüber fliegen, das zieht zu viel Zeit, weil ich dann immer Auftrieb gewinnen muss. Deswegen fliege ich lieber durch die Täle. Hier kommen halt nur Berge, wenn je weiter du ins Landesinnere fliegst. Ja, siehst du, hier ist auch wieder relativ eben. Die sollen in DayZ 2 auf jeden Fall falsche reintegrieren. Kannst du auch hier auch. Also ich meine, wenn du diese erweiterte Version gespielt mit mehr Sachen, dann sind auf jeden Fall auch falsche. Ja, aber wenn du dann mit, wenn dann wieder irgendwas ein Bug kommt, dann kann ich wenigstens abspringen. Ja. Weißt du? Vorausgesetzt, wir sind hoch genug. Ja, ja, gut, aber ich glaube, dann wäre ein Bug, dass du trotzdem sanft landen würdest. Nee, eher unwahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Bug einfach nur, dass du dann trotzdem stirbst. Aber genauso ist beim Aussteigen manchmal auf dem Heli. Bleibst du hinten in der Laderaum, wie ist mir noch? Ja, im Laderaum drin, ne? Bleibst du da hängen, stirbst? Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Und stirbst dann nochmal. So ein Quatsch. Wir sagten ja, wenn ihr ein Helifax seht, ne? Ja, ja, klar. Du musst auf jeden Fall nach links ein bisschen mehr fliegen. Stimmt. Also, ich hab meine Karte Truck vergessen, ich bin jetzt gleich wieder unten. Noch ein bisschen mehr nach links. Ja, so ist gut. So ist gute Mischung, Junge. Mach mal so klar. Junge? Er ist guter Junge. Pilot. Junge. Er ist guter Junge. Hey, du bist krasse, volle Checker-Pilot. Wie gesagt, auf der Insel steht immer noch dieser kaputte Hubschrauber. Der ist voll im Arsch, ne? Bist du noch am Rumfliegen, oder was? Nö, das hab ich vorhin gesehen, ne? Achso, ja. Fliegen wir ein bisschen höher hier. Okay. Kann ich hier gleich. Achso, Moment, warte mal kurz. Was ich auf jeden Fall noch machen wollte, wenn wir zu dem. Wenn wir zu dem Ding da fahren, hier oben drauf müssen wir. Eine Sekunde. Da ist ein Heli-Crash. Direkt links. Ja, erstens das und zweitens war da auch ein Heli-Spawn. Dann kann ich mal direkt meine Sachen reinpacken und meine Waffe nehmen. Ja, lande mal ruhig ein bisschen weiter weg. Das Boot freigebackt, was in den Lager steht. Da steht nämlich auch noch unser Jeep, siehst du? Ja, dann lande mal neben dem. Wir können ja mit. Flieg mal weiter nach vorne. Ist so. Lande mal neben dem Jeep, Alter. Peter. Philipp. Ja, ich flieg doch jetzt gerade. Warte. Ich nehme mir so ein kleines Quad hier oder sowas und fahre damit ins Lager. Nimm mal das weiße Auto, das ist auch cool. Ja. Bist du unten? Ja. Ey, der schwebt schon wieder bei mir in der Mitte in der Luft. Was ist mit diesem Jeep kaputt? Oh, das heißt bestimmt, dass wir gleich wieder einen Bug haben.